So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von dieser Serie hier von Dingenskirchens. Wie heißt's? Es steht im Titel. Also, ach so, ja, Minecraft, ja. Stimmt. Ich muss euch was gestehen. Ich habe offline ein bisschen weitergespielt. Ich werde euch zeigen, was ich gemacht habe. Also, ich habe halt wirklich nicht viel gemacht. Ich habe halt ein bisschen geangelt und so. Und hier unten habe ich halt ein bisschen runter, weiter runtergegraben. Das kann ich euch auch zeigen, wenn ihr wollt. Ich habe ein bisschen Redstone gefunden. Auch nicht schlecht, ne? So, hier habe ich mich ein bisschen runtergegraben dann. Ja. Da gibt's Kohle ohne Ende und so. Ja. Hier auf der Etage habe ich das Redstone gefunden. Dann dachte ich mir, ich grab mich hier nach vorne. Das können wir auch noch ein bisschen machen. Ja, komm, das mache ich auch noch ein bisschen mit euch. Wir haben noch 18 Fackeln. Mal sehen, vielleicht finde ich auch mit euch ein bisschen Redstone. Also Stein haben wir schon mal gefunden. Das ist echt nicht schlecht. Als Redstone. Oh mein Gott, wow. Das ist ja Lava. Holy shit, Alter. Alter Verwalter. So. Und wir haben eine neue Höhle gefunden, wie scheint. Okay. Why not? Why not? Hallo? Ach, egal. Ja, spielt ein bisschen Redstone. Nicht schlecht, ne? Redstone kann man gebrauchen. Könnte man auf jeden Fall gebrauchen. Ach, Redstone. Das leuchtet auch immer so schön, wenn man es abbaut, ne? Also gerade ist es zwar hell, aber ich habe mich auch schon mal, also in meinen Privatwelten und so, da mache ich auch oft ohne Fackeln so ein bisschen und so, weil das ist, ja, Fackeln, das ist halt besser für die Zuschauer, weil ich kenne das. Wenn die YouTuber dann meinen, die müssten keine Fackeln hinsetzen, dann sieht man fast gar nichts. Ich schaue auch YouTube-Videos von YouTubern. Auch von Minecraft natürlich. Und deshalb weiß ich das. Manchmal benutzen die YouTuber halt keine Fackeln und dann sieht man halt nichts so als Zuschauer. Und deshalb mache ich das für euch so mit Fackeln. Also ich würde sagen, das ist gut. Wir haben eine neue Höhle gefunden. Aber wo geht's weiter? Das ist hier eine Frage. Hallo? Ach, egal. Wir haben auf jeden Fall eine kleine Höhle gefunden, wie es scheint. Das heißt, wir können wieder hoch, weil wir haben Redstone gefunden. Und das ist wunderschön. Also, das habe ich halt offline gemacht. Mich so ein bisschen runtergegraben. Und dann habe ich noch ein bisschen geangelt und so. Mensch, ist der Weg lang. Ich müsste mir mal eine Leiter darunter bauen, wenn ich wüsste, bei welchem Block genau das ist. So. Ach, schön. Frische Luft. Hallo Elias Kuh, hallo. Mahmu, hallo. Hallo. Die will nicht Mu machen. Stimmt, da vorne habe ich auch versucht, so ein Chicken einzufangen. Hat nicht geklappt. Das können jetzt wir zusammen machen. Wenn ihr wollt. Aber ist mir egal, ich mach's einfach, wenn ich ein Ei finde.
habe ich mich auch ein bisschen hochgebaut, wie ihr seht. Um ein bisschen Holz für die Zäune zu bekommen. Ja. Ich habe halt nicht wirklich viel gemacht offline. Mal sehen, ob wir von hier oben was Spannendes sehen. Wir könnten mal im anderen Dorf gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Wir gucken mal in den ganzen Häusern. So, hier. Keine Ahnung, warum ich das mache, weil wir haben zwar genug Weizenkörner, aber mir egal. I don't care, okay? Hallo. Hi. Sorry! Lol, ich hab ihn gehauen. So ist hier eine Pressure Plate. Steht Elias sein altes Haus oder wie? Ich nehme mal Fackeln mit! Weil I don't care. Okay, die lasse ich mal. Für die Villager. Hat Elias eine Werkbank? Der dürfte eine haben, oder? Ja, egal, ich habe auch noch eine. Aber der hat bestimmt eine. Da ist das mit der Wolle, genau. Komme, was da Wolle? Ja. Aha. Ist hier was? Hier ist auch nichts Spannendes, oder? Oh, da gibt's eine Tür. Sekunde, das regle ich kurz. Ja. Was für eine Tür? Also, wenn es keine Tür gibt, dann kann ich auch nicht durch die Tür kommen. Die Bücherregale könnte man mal mitnehmen, oder nicht? Lesen kann ja nicht schaden. Na gut, eigentlich doch. Man kann ja, die Augen können ja explodieren, ja? So. Dann. Alter, was ist das für Baum, Alter? Holy Macaroni, Alter. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Weil so spannend ist das Dorf auch nicht. Ja, ich denke schon. Ach ja, unser gutes altes Haus. War scheiße. So, hier nehmen wir noch ein bisschen Weizen mit. So, lalala. Die Seeds brauche ich nicht. Dann gehen wir wieder zurück zu unserem Dorf. Hallo, Schaf. Hallo, hallo. Boah, da ist eine Kuh. Kuh, willst du Weizen? Hey, Kuh. Hä? Komm mit. Komm mit. Ich lagere dich jetzt bei mir zu Hause, okay? Wo kommst du in meinen Keller? Da mache ich Kuhstall, ja? Ich fütter dich jetzt nicht. Hat wohl schon so doof. Oh, ich laufe in eine total falsche Richtung. Komm her, Kuh. Kommst du? Kuh? Mu. Okay, ich nehme mal an, das soll ein Ja sein. Hey, wo ist das andere Dorf nochmal? Ach da. Ups. Huh? Wo bist du? Ach da. Hey. Mo. Boah, Alter. Ah. Ich ertrinke. Kuh, hilf mir. Kuh. Oh, du kommst in mein Haus, gell? So, hier ein bisschen so. Kommst du, Kuh? Komm runter. Aber tut ja nicht weh, gell? Komm runter. Ja.
Genau. Mensch, bist du eine brave Kuh. Ja, Mumu. Ja. Komm mal ins Haus. Komm rein. Hallo. Komm rein. Kuh. Wenn du rein willst, dann komm rein. Sekunde, du kommst in meinen Keller, okay? Kommst in meinen Keller. Ich hab kein. Kuh, wo bist du? Ja, komm. Ja, Kuh, guck. Ich fütter dich mal ein bisschen, komm. Füttern. Ja, dass du mir nicht wegläufst. So, du kommst hier in den Keller. Komm rein, Kuh. Hey, komm rein. Ja, brave Kuh, gell? Ja, brav. Okay, wir haben eine Kuh. Bleibst jetzt hier. So. So. Okay. Wir haben eine Kuh. Wie nennen wir sie? Lass mal überlegen. Die heißt jetzt. Keine Ahnung. Habt ihr eine Idee für einen Namen? Ich nenne die. Genau! Gute Idee, Kuh. Wir nennen dich Mu. Nicht. So, hier lagern wir unsere Bücher. Stimmt, hier habe ich Glas. Das wollte ich auch mit euch machen. Ich habe nämlich vor mit euch. Nein, ich will nicht Moon mit den Zuschauern. Ich habe nämlich vor mit euch, ja, hier halt das durch Glas zu ersetzen. Dann haben wir so einen schönen Ausblick. In meiner Offline, ich sag mal, Session habe ich schon probiert mit Glasscheiben. Das sah nicht wirklich gut aus. Also wo ich den Dachboden habe ich ja offline gebaut. Aber so dürft's gehen. Weil mit Steinblöcken geht's ja. Und Glas, das sind ja auch Glasblöcke. Ja, so klappt's. Okay, das hätte ich bedenken sollen. Oh, Alter, holy shit. Mein Husten dauernd. Ich muss auch schon wieder trinken. Aber ich bin zu faul zum Trinken, weil ich liege gerade gemütlich im Bett. Deshalb komme ich nicht an mein Trinken ran und fertig. Ich würde vorschlagen, wir bauen uns auch eine neue. Ups, was habe ich da jetzt gemacht? Ja, unseren 64er-Stack. Dings, so. Stimmt, da braucht man noch vier. Genau. So, hier, Redstone. Lalala. Was wollte ich jetzt aus Soja? Ja, eine Spitzhacke machen. 1, 2, 3. Ja, hier habe ich nur noch einen Stock, oder? Nee, ich habe 11 Stöcke. Dann passt's ja. So, heißen Spitzhacke. So, hier machen wir lecker Brot. Jam, jam, jam. Dann bleibt ein Weizen für die Kuh auch übrig. So. Hoffentlich läuft die mir jetzt nicht weg, Alter. Aber normal nicht. Nein, du darfst nicht weg. Ich mach das so geschickt. So. So, und da kann die auch nicht durch. Die ist nämlich zwei Blöcke hoch. Muh. Ja, du kriegst gleich Weizen, wenn du brav bist. So, dann mache ich kurz das mit dem Dachboden zu Ende. Und dann haben wir so eine schöne Aussicht und so.
So. Und so. Ach, wie schön. Das ist doch echt schön, oder nicht? Oh, hab ich mich verzählt mit dem? Scheint so. Ja, dann holen wir noch gemeinsam ein bisschen Sand. Mit unserer wunderschönen Steinschaufel hier. Weil, nicht vergessen, man darf nicht verschwenderisch sein. Man muss die Sachen auch schön benutzen und so. Naja. Halt, nee, wir müssen nicht so weit weggehen. So. Das mache ich einfach, weil, keine Ahnung. So, hier ist doch schön Sand. Upp. Wieso springt er nicht? Ich habe auf den Sprungknopf gedrückt. Und deshalb spiele ich keinen Jump'n'Runs in Minecraft. Oder halt nicht besonders oft. Okay, da schwebt noch Weizen rum. Wegen mir. So. Jetzt dürfte es aber passen. So. Schön Plinsche, Plansche machen. So, schön. Hopp. Gott, Alter. So. Dann hier. So. Hallo, Kuh. Muh. Ja. Okay, ich gerade weg. Und zack. Nicht, dass sie mir wegläuft. Weh. Geh da wieder rein. Ja? Sei brav, Kuh. So. Wir brauchen noch ein Holz für noch einen Zaun. Ich meine, die kann ich abhauen, aber ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Gibt's auch hier in der Nähe Holz? Ja, komm, gehen wir da hoch. Aua, mein kleiner Zeh. Muh. Also, die hört man bis hier. Ich mag meine Kuh. Wie nennen wir sie? Elsa? Nee, halt hier, ist hier eine Höhle? Nee, nicht wirklich. Ich dachte gerade, da könnte eine Höhle sein. Könnten wir auch mal gucken, ob hier irgendwo in der Nähe eine Höhle ist, irgendwie. Oh, Alter. Dauernd muss ich husten. Was ist denn das hier? So, das reicht mir. Holz brauche ich nicht. Oh, hier gibt es auch Sand. Seit wann gibt es hier Sand? Habe ich wohl übersehen. Okay. Meinetwegen. So, Sticks. Und dann können wir uns einen Zaun machen. So, da, Zaun. Schön. Oh, dass du mir nicht abhaust, gell? Du bleibst schön hier drinne. Willst du Weizen? Komm. Ja, komm. Hier. Jam, jam, jam. Die schmeckt dir, gell? Schade, dass wir kein Nametag haben, aber egal. Wir können die ja auch in unserer Fantasie, sag ich mal, benennen. Also nicht in der Fantasie. Wir können ja benennen, ohne dass sie ein Nametag hat. Das ist ja. Im echten Leben, wir haben ja auch nicht Namen über unserem Kopf schweben, von dem her. Und trotzdem haben wir einen Namen. Aber gibt es hier in der Nähe irgendwie eine Höhle? Da oben auf dem Berg, das könnte nämlich gut sein. Stimmt, auf einem Berg könnten wir uns mal runtergraben. Weil in Bergen sind ja oft solche Höhlen. Und, ja, gibt es ja keinen geschickten Weg, doch da. Oh, komm schon. Zack. So, wie sieht's hier oben aus?
Ja, da könnte man auch mal hingehen. Wir waren eigentlich noch nie so wirklich weg, ne? Vom Dorf. Alter, wie viel Sand es da gibt. Aua! Mein großer Zeh. Och Gottchen. Wir könnten theoretisch mal mit unserem Boot da langfahren. Aber ich sehe, die Folge ist irgendwie schon lang genug. Mal wieder. Tut mir übrigens leid, dass die letzte Folge so kurz war. Aber mir fiel halt nicht wirklich was ein, was ich mit euch machen kann. Ich wollte halt trotzdem eine Folge rausbringen. Wo war jetzt unser Villager-Dorf? Da. Okay. Ja, schön. Wasser schnappen. Schmeckt gut. Schön erfrischend und so. Genau. Und ich glaube, das ist mit unserem Baum auf dem Haus. Das war gar keine so schlechte Idee. Also sieht vielleicht bescheuert aus. Aber so wissen wir immer, wo unser Haus ist. Auch von ein bisschen weiters weg. Da müssen wir nicht nach unserem Haus suchen und so. So, komm. Hier packen wir noch ein bisschen Holz rein. Passt es eigentlich schon mit 3 Gläsern? Ich glaube, uns fehlen noch 5 Gläser. Ne, 4. 1, 2, 3. Aber ich finde, es sieht doch schön aus als mit den Steinen. Auf jeden Fall, Alter. Was können wir noch mal mit Redstone machen? Wir könnten uns ein Kompass rendiert sich eigentlich wirklich. Ne Uhr wäre doch geschickt, oder nicht? 2, 3, 4. Wir brauchen eigentlich nicht wirklich unser Gold. Da hier eine Uhr. So, schön. Und dann wissen wir, wann es Tag und wann es Nacht ist. Und es ist gleich wieder Nacht, nicht? Okay. So. Dann setzen wir hier noch unser letztes Glas rein. Schön. Dann haben wir hier eine schöne Aussicht und so. Dann können wir immer zu Elias Kuh gucken. Aber das Glas brauche ich nicht. Gute Nacht, Elias Kuh. Alter, der muss die auch mal benennen. Das ist. Stimmt, muss ich eigentlich auch. Bin ich zu dick hier fürs Loch? Oder wie? Scheint so. Ja. Dann würde ich sagen, bedanken ich und meine Kuh uns fürs Zuschauen, ne? Schreibt Vorschläge für die Kuh. Ich werde auch überlegen. Also für den Namen von der Kuh. Hier, komm, kriegst du ein bisschen Weizen zum Abschluss der Folge. Jam, jam, jam. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ein Daumen hoch für meine Kuh. Ein Abo für meine Kuh. Oder ein Kommentar für meine Kuh. Oder ein Like für meine Kuh. Als Kommentar habe ich doch gesagt. Ja, nochmal von vorne. Lasst ein Like, Abo oder Kommentar für meine Kuh da. So. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bliblablub. Tschüss.